Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Juni 2024. Es ist der Dienstag, Camilote und der Markus Somm. Ja, wir reden heute noch einmal über die Europawahlen, die am Sonntag waren und doch, kann man schon sagen, ein Erdbeben waren, vor allem in Frankreich, aber auch in Deutschland eine gewisse Verunsicherung ausgelöst haben. Aber der Olaf Scholz, was macht Olaf Scholz, Gami? Ja, es ist ja wirklich zu einem Erdbeben gekommen. Und zwar haben die CDU-Politiker nach dem Verlust der Ampelparteien bei der Europawahl haben sie vorzogene Neuwahlen gefordert. Und jetzt äußert sich zuerst mal der Regierungssprecher dazu und er meint, der ordentliche Wahltermin, ja, der ist erst im Herbst 2025 und so ist es auch geplant umzusetzen. Also man hätte in keinem Zeitpunkt jetzt daran gedacht, nach diesen Ergebnissen Neuwahlen durchzuführen. Und dann geht es darum, die Ampel, das ist ein Projekt auf 4 Jahre und auch dann wird abgerechnet, der Wähler wird erst dann wieder das Wort haben und so sei die Politik halt gestaltet. Das ist so ein bisschen mal die Aussage, die man von der Regierungssprechung hat. Der Scholz selber sagt, das Ziel sei, dass man das Ergebnis erziele, um die Zustimmung zu der Arbeit der Ampel zu erhöhen. Also man muss einfach den Leuten erklären, dass die Ampel etwas Gutes ist und dann ist das auch gar kein Problem. Eben, es ist eben auch gut, oder? Es ist eben gut, oder? Unglaublich, haben wir gesehen. Was jetzt hier läuft, ist wirklich gut. Die Inflation ist im Griff, die Wirtschaft läuft wie verrockt, Energiepreise sind super, Frieden herrscht in Europa. Es ist schon eine unglaubliche Bilanz, die Olaf Scholz hat und da muss man wirklich einfach besser erklären und dann verstehen es die Idioten im Volk. Das ist ein bisschen die Haltung dahinter. Und trotzdem muss ich sagen, eigentlich ist natürlich die Forderung von der CDU, Neuwahlen, ist schon ein bisschen, also meine, ist natürlich schon ein bisschen sachfremd, oder? Im Prinzip ist klar, es sind ja jetzt nicht Bundeswahlen gewesen und eigentlich finde ich es schon richtig, dass das nicht Auswirkungen soll haben auf Deutschland selber. Das, was in Frankreich passiert ist, was wir nachher noch besprechen können, ist natürlich sehr typisch für das präsidiale Regime, wo einfach der Präsident so das Gefühl hat, ich tue das Parlament auflösen, so wie der König das Parlament auflöst und dann wiederholt und dann können Generalstände kommen und können ein bisschen schimpfen. Es ist schon sehr auch die royale Tradition in Frankreich, die da zum Ausdruck kommt. Und das Zweite, was ich vielleicht noch schnell anfügen ist wegen der SPD. Ich meine, die sind natürlich traumatisiert. Kannst du dich vielleicht erinnern, da bist du aber noch sehr jung gewesen. Der Gerhard Schröder hat ja auch wegen einem schlechten Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen, wo aber immerhin ein Bundesland war, in Deutschland selber und es ist das grösste Bundesland von Deutschland, also schon wesentlich, hat er ja auch vorgezogene Neuwahlen ausgerufen und hat ja nachher dann so aufs Dach bekommen, hat Macht verloren. Die SPD wird natürlich das nicht noch einmal erleben. Ich bin nicht ganz einig mit dir, weil du wählst ja immer noch an den Europawahlen, wählst du immer noch die gleichen Parteien, wie du auf nationaler Ebene wählst. Also, wir dann wollen erzählen, und das haben ganz viele Politologen gemacht, ja, das sei, es geht um die Europawahl, es geht um die EU, es geht überhaupt nicht um Innenpolitik. Sorry, das glaube ich einfach nicht. Das ist ja Abrechnung mit der Innenpolitik, die wir hier gesehen haben. Darum die Forderung nach Neuwahlen finde ich nicht ganz unberechtigt, weil es zeigt ja den aktuellen Stand der Ampel in der deutschen Bevölkerung. Gut, wir können sagen, es ist vielleicht gerade übertrieben, wir können tatsächlich auf den Wahltermin warten, mit dem könnte ich leben. Aber so ein bisschen die Dekadenz von der SPD dann, oder allgemein von der Ampelregierung, dass man sagt, ja, es sei ein Projekt auf 4 Jahre und dann darf sich der Wähler wieder äußern. Die sollen doch mal in die Schweiz kommen. Die kommen gar nicht damit klar, dass der Stimmbürger sich 4-mal im Jahr äußern darf, und zwar auf allen Ebenen. Und darum nervt mich so die Arroganz so. Wartet einfach ab. Ich checke es dann schon. Wir klären es euch einfach noch ein bisschen besser, bis ihr wieder drankommt. Das ist dann für mich die Überheblichkeit, wo ich muss sagen, dass es dem Macron besser gemacht hat. Ja, das sage ich sonst nie. Ja, wir gehen nachher zu Frankreich, dem Failed State, dem Shithole, dem Shithole Country gehen wir nachher noch. Nein, aber noch einmal zurück. Ich meine, erstens, bei uns haben wir ja kantonale Wahlen. Und wenn zum Beispiel im Kanton Zürich, sagen wir jetzt einmal, die SVP extrem würde verlieren, würde ja auch niemand von der SP sagen, jetzt brauchen wir Neuwahlen im Bund.
Oder? Also im Prinzip ist das natürlich schon der Witz vom Föderalismus, ist natürlich, du hast Wahlen, wo nicht alle im gleichen Termin sind und die haben natürlich immer, logisch, haben die jetzt tun auch mit der Bundespolitik, das ist logisch, sogar in der Schweiz, kantonale Wahlen haben bei uns auch mit der Bundespolitik zu tun. Und trotzdem finde ich es, und deshalb habe ich gesagt, sachfremd, das ist fast gegen, das ist gegen den Sinn vom politischen System, oder? Wenn du Föderalismus hast, dann hast du verschiedene Wahlen, immer wieder auf verschiedenen Ebenen und die sind immer natürlich geprägt, auch von der Bundespolitik. Aber wenn dann jedes Mal Neuwahlen ausgerufen werden, das wäre eigentlich falsch. Es ist falsch. Es gibt keinen Grund, dass du Neuwahlen musst ausrufen musst, außer du bist der Emmanuel Macron, der eben sehr, sehr selbstherrlich da operiert. Ja, ich bin eben einfach ein Fan von Wahlen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, man muss es hart drauf ankommen lassen. Man muss jetzt, der Olaf Scholz muss jetzt die Vertrauensfrage stellen und dann kann er entweder als grosser Sieger aus dem rausgehen und sagen, Opposition, sei still, ich kann so ja zeigen, ich habe immer noch die Mehrheit. Oder ja, es könnte vielleicht tatsächlich dazu kommen, dass er dann eben nicht das Vertrauen bekommt, dass man dann wirklich beim Bundespräsidenten danach fragen, dass man auch das Parlament wieder auflöst. Ja, es könnte kommen, aber sich in dem schützen, man wartet es jetzt einfach ab. Und dazu habe ich noch eine brisante Aussage, die es vielleicht noch ein bisschen unterstreicht. Man sagt, man sei dran, die grössten Probleme in Deutschland anzupacken. Es geht darum, dass das Land vorankommt. Und zwar müsste man zeigen, dass man das Land moderner machen möchte. Und wenn man das Gefühl hat, das ist das grösste Problem in Deutschland, dass Deutschland moderner werden muss, dann helfen auch Wahlen in einem Jahr nicht mehr. Dann ist es eh verloren. Weil dann hast du wirklich nicht verstanden, wenn du Mannheim anschaust, was eigentlich Probleme in Deutschland sind. Genau, und das hat natürlich eben auch mit der Europawahl zu tun. Das ist auch so etwas, wo ja, die meisten Journalisten und Politiker sehr, sehr laut verschwiegen. Das Hauptthema ist einfach Migration. Das ist das Hauptthema gewesen, praktisch in allen Ländern. Und deshalb haben alle rechten Parteien, die sagen, die Migration geht so nicht weiter, haben gewonnen. Es ist ganz einfach. Und Olaf Scholz könnte relativ viel erreichen, indem er jetzt einfach sagen will, hey, ich mache jetzt auch eine andere Migrationspolitik, wo zum Beispiel die dänischen Sozialdemokraten machen, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht so schwierig für die SPD. Vor allem, wenn man jetzt schaut, was für Leute die SPD noch wählen, das sind eben gleich immer noch viele Arbeiter, wobei auch interessant, die AfD ist jetzt die Nummer 1 der Arbeiter. Das ist die eigentliche Arbeiterpartei geworden in Deutschland. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist ja das Gleiche, was die SVP auch geschafft hat in der Schweiz. Nur muss man einfach sehen, die Arbeiterbewegung in Deutschland, das hat so eine viel stärkere Tradition als bei uns gehabt. Die haben auch richtige schwerindustrielle Regionen gehabt, wie eben das Ruhrgebiet, wo praktisch alles SPD war. Das hat es in der Schweiz so ausgeprägt gar nicht gegeben. Das ist wahnsinnig, was da passiert ist. Und trotzdem, eben, ich habe einfach das Gefühl, man hat bei der SPD oder allgemein bei der Ampelkoalition, man hat so die Augen verschlossen. Man hat denkt, Demo gegen rechts nützt. Man hat gedacht, dass man Sylt-Skandal über Wochen lang in den Medien aufrechterhalten und ein Angstszenario macht von ein paar reichen Jugendlichen, die ein Seich gesungen haben. Und dann muss man sagen, kommt mit Mannheim einfach der Reality-Check. Und das war die Abrechnung bei der Wahl. Und die Abrechnung wird auch in einem Jahr kommen. Genau, und das ist auch eine gute Lehre für die Medien. Oder? Die Medien haben ja das Gefühl gehabt, zum Beispiel Sylt hat man ja vor allem in den Medien gross gespielt. Dann natürlich ein bisschen in der Hoffnung, dass das der AfD schadet, weil es ist in Deutschland auch noch ausgeprägter als bei uns. Dort sind fast alle Journalisten links oder besser gesagt viel genauer grün. Sie sind grün vor allem. Oder? Die Grünen sind viel eine elitärere Partei in Deutschland als in der Schweiz in dem Sinn. Und da sieht man auch mal die Grenzen der Journalisten, oder? Außer natürlich Bern einfach, die einen unglaublichen Impact hat. Ich habe noch so ein lustiges Side-Fact. Jetzt fängt ja die EM an und der Goalsong der Österreicher ist eben das Lied. Und dann haben sie es jetzt verboten. Das dürfen wir in Deutschland nicht spielen, wenn Österreich ein Goal schießt, weil man Angst hat, dass es dann im Stadion mitsingt. Und das war aber in Österreich vorher schon so gewesen, oder? Ja, haben das ist schon vorher das ist ein Klassiker. Die armen Sicher haben wirklich zufälligerweise ein Lied gehabt. Das ist ja peinlich. Und jetzt dürfen die Österreicher, die armen Sicher, das nicht mehr singen. Jetzt haben sie sich etwas Neues aussuchen. Ist übrigens noch lustig, weil ich meine, die Nationalhymne der Deutschen ist ja geklaut von den Österreichern. Das ist ja ursprünglich. Ist ja vom Haydn. Die ist schöne, wunderschöne Melodie vom Deutschlandlied, oder? Ist ja ursprünglich von Josef Haydn, der ist ja erstens auch, wenn es mir recht ist, Österreicher, aber sicher in Wien komponiert.
Und vor allem war es das erste Mal die Hymne von Österreich. Und dann haben die Deutschen das kapert, jetzt haben sie das Lied auch noch weggenommen. Das wird noch verboten. Das ist also schon hart. Also die Österreicher haben schon eine harte Beziehung mit den Deutschen. Aber ab und zu schicken sie ein paar fähige Politiker schicken aus Österreich nach Deutschland, wo es dann wieder besser wird. Nein, gut, wir gehen zu einem anderen Thema. Und zwar, ja, wir müssen es sagen, mit einer gewissen Erschütterung haben wir gesehen, dass Jacqueline Badran, Sozialdemokratin vom Kanton Zürich, Nationalrätin, die hat wirklich zu wenig Schlaf. Die hat wirklich zu wenig Schlaf. Ihr habt es vielleicht gesehen in der Presse, das ist ein wunderschönes Bild, wo Jacqueline Badran einfach im Nationalrat, in der Session, im Plenarsaal, vor allen Leuten einfach den Kopf am Boden runter, nicht am Boden, auf den Tisch runter, auf den Tisch runter lehnt und tut schlafen und pfusen, so wie man das ja früher in der Schule einmal auch probiert hat, aber dann haben es die Lehrer einmal noch gemerkt. Jetzt merkt es niemand mehr. Es ist unglaublich, das finde ich eigentlich das Verrückteste, dass von der SP, ja, also alle die Sozialdemokraten, die nebendran sitzen, die sehen ja, Jacqueline, das ist jetzt nicht so gut. Also es macht jetzt gleich nicht den besten Eindruck. Aber du hast gesagt, du hast eine interessante These. Warum haben sie nichts gemacht? Weil man sich nicht getraut, sie aufzuwecken. Ich habe das Gefühl, da getraut sich keiner dieser ganzen Fraktion, sie da anzustupsen. Genau, weil es nämlich gerade gefressen wird. Weil es gerade gefressen wird von der Jacqueline Badran. Nein, aber wer nicht solche Schlafprobleme will, der sollte sich vielleicht mal eine gute Matratze kaufen. Auch Jacqueline Badran könnte das machen. Und Jacqueline Badran sollte unbedingt jetzt deswegen gut zuhören. Da kommt sie sehr gute Ratschläge über. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja gut, wir kommen zu einem ernsteren Thema. Wir haben es schon mal vermeldet, wir müssen es wieder vermelden. Es ist ja die Woche von der Art Basel und die Art Basel hat auch Auswirkungen auf Zürich. Gami, um was geht's? Ja, in der Nacht auf den Freitag, dort haben Unbekannte in der Stadt Zürich 5 Galerien mit Parolen verspreit und man muss ganz ehrlich sagen, die Parolen können nicht anders als antisemitisch deutet werden. Die Galerien sind nämlich bewusst ausgesucht worden, sind entweder jüdische Galeristen gewesen, die sie führen, oder sie stellen Bilder von jüdischen Künstlern aus und das ist dann, ja, passiert, dass man wirklich die Galerien besprayt hat mit «No Art for Genocide», «Free Palestine». Und da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich ein Konzept. Man hat die Galerien bewusst ausgesucht. Und gerade in einer Zeit, wo man jetzt genau auf die Schweiz schaut, wegen der Art Basel, ist verschreckend. Genau, und es ist auch wirklich unglaublich, dass nach so langer Zeit, nach den 30er Jahren vom 20. Jahrhundert, es wieder so ist, dass Geschäft, die angeschrieben sind mit jüdischen Namen oder mit jüdisch klingenden Namen, könnten ja auch Leute sein, die nicht Juden sind, dass solche Geschäfte wieder boykottiert oder beschmiert werden, kauf nicht beim Juden. Das ist schon ganz, ganz krass und das muss sofort aufhören. Die Polizei sollte sofort Kameras aufstellen und die Leute, die das machen, sofort ins Käfig und wirklich bussen, wo dann ihre Eltern, die vielleicht im Zürichberg oben wohnen, nein, das stimmt nicht, das ist jetzt ein dummer Spruch, das sind ja eher, ja, ich weiss gar nicht, was für Täter, dass man da muss vermuten, was ist deine Vermutung? Bis jetzt ist ja noch nichts bekannt über Täter, Vermutung ist natürlich schon klar, dass das aus dem aktivistischen linken Umfeld kommt, wo wahrscheinlich auch die Unis besetzt haben, dass es dort der Aktivismus ist, wo man sieht. Geäussert hat sich zum Beispiel der Philipp Bessermann. Er ist Geschäftsleiter von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Und er hat ganz klar gesagt, es sei entscheidend, dass man, wenn man das anzeigt, sicher nicht nur die Sachbeschädigung anzeigt, sondern auch bei der Anzeige verlangt, dass Diskriminierungsstrafnorm in Betracht gezogen wird. Für das ist sie ja eigentlich da, muss man auch sagen. Es sei zwar ein Offizialdelikt, aber man hat ja auch die traurige Erfahrung gemacht, dass der Tatbestand eben nicht immer zwingend untersucht wird. Aber dort müssen wir das ganz klar angeben und wirklich auch darauf bestehen, dass es mit dieser Diskriminierungsstrafform angeschaut wird. Und es sind also massive Sachbeschädigungen, muss man das auch noch sagen. Ich habe also den Remistrasse gesehen, das ist total verschmiert, das ist total kaputt gemacht. Also, es ist eine Zumutung und die Leute, die muss man ganz hart bestrafen. Hoffentlich verwünscht man die grusigen Antisemiten. Gut, gehen wir zu einem anderen sehr wichtigen Thema. Energiepolitik interessiert alle Leute und die Leute, die wirklich rauskommen wollen und natürlich auch mitreden und vor allem Fakten brauchen und Zahlen brauchen. Und das ist ja auch bei vielen energiepolitischen Fragen einfach sehr, sehr entscheidend. Die sollen jetzt gut zulassen.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stösst die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch. Ja, gestern wieder mal einen erfreulichen Entscheid im Parlament. Und zwar geht es um Eritrea. Gami, was ist da passiert? Es ist so, dass über 30'000 Eritreer in der Schweiz leben. Und die meisten sind zwar anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig aufgenommen, aber es gibt die 300 Eritreer mit einem abgelehnten Asylgesuch. Dort ist Petra Gössi tätig geworden und jetzt hat man im Nationalrat nach dem Ständerat die Motion von ihr angenommen. Und zwar geht es darum, dass man ein Transitabkommen mit einem Drittstaat abschließt, wie zum Beispiel Ruanda oder Albanien. Und die Diskussion war gestern Abend im Nationalrat und der Justizminister Beat Jans hat ganz stark dagegen argumentiert. Er meint, das Transitabkommen das würde keine Wirkung zeigen, man bräuchte ein Rücknahmeabkommen. Das aber Eritrea nicht will, das hat es mit keinem Staat. Das ist das Problem und darum würde, die Motion von Petra Gössi gar nicht bringen. Genau, aber das Parlament hat das nicht interessiert und hat dann gleich zugestimmt. Das ist zu loben, das ist ein grosser Erfolg, ist auch ein grosser Erfolg von der Petra Gössi, neue Ständerätin vom Kanton Schweiz. Das war aber noch im Nationalrat, gell? Das ist im Nationalrat, die Ständerat ist schon durch. Genau. Und das ist meiner Meinung nach erstens zu begrüßen und zweitens muss ich sagen, der Beat Jans hat glaub, wahrscheinlich gestern Zeitungen noch nicht gelesen, nicht mitbekommen, dass in Europa gerade Europawahlen stattgefunden haben und genau das Thema einfach die Leute bewegt. Und ich vielleicht hat er mit dem Scholz telefoniert und darüber geredet, wie man die Schweiz moderner macht. Sozialdemokratische Austauschbeziehungen, die gar nichts bringen, die eher einfach die Art von, wie soll man sagen, Fata Morgana-Welt, wo viele Sozialdemokraten oder Linke dein Leben irgendwo verlängern. Nein, es ist doch einfach schon wahnsinnig. Ich meine, es ist für einen Justizminister der Sozialdemokratischen Partei, es wäre ja eigentlich jetzt eine gute Chance gewesen. Mhm. Ich könnte sagen, jetzt, ja, ich sehe, oder, in Europa ist das überall das Problem. Alle Länder diskutieren die Idee. Alle. Man hat in England jetzt gesehen, es kommt jetzt in England, man hat es gar noch nicht angewendet. Es gibt ja viele Leute, die so behaupten, ja eben, funktioniert nicht. Dabei haben wir Gott verdammt noch gar keinen einzigen Flug erlebt. Das hat man hat, und der Witz ist ja genau der, oder, dass man ganz genau weiss. Und das ist ja auch ein bisschen perverse. Alle Leute, die ein bisschen rauskommen und auch in den Behörden, die Asylpolitik kennen, wissen ganz genau, die allermeisten Leute sind einfach nicht politische Flüchtlinge im Sinne des Asylrechts. Mhm. Und sie sollten gar nicht da sein. Und wenn sie die Aussicht haben, dass sie auf Ruanda ihr Asylgesuch stellen oder in Senegal oder Albanien, dann kommen sie gar nicht. Und das ist genau der Punkt. Man muss jetzt einfach wirklich dafür sorgen, dass solche Leute, die nicht politisches Asyl brauchen, weil sie nicht politisch verfolgt sind, nicht zu uns kommen. Und das ist eigentlich das Thema. Und der Beat Jans hätte jetzt da sehr leicht können zeigen, dass er langsam am Lernen ist. Ja, eher das Gegenteil ist passiert. Er hat auch auf das Abkommen, das Ruth Metzler vor über 20 Jahren abgeschlossen hat, mit dem Senegal verwiesen. Und das ist ja nie in Kraft getreten. Dort wäre es ja gewesen, dass innerhalb von 72 Stunden hätten Eritreer im Senegal von der Botschaft einen Pass bekommen und hätten dann ihr Heimatland weiterreisen. Nie in Kraft treten, weil man damals Bedenken hatte, dass Eritrea die Eritreer nicht zurücknehmen würde, weil das eine Zwangsrückführung wäre. Und dann hätten wir die Eritreer vom Senegal auf Kosten der Eidgenossenschaft eigentlich in die Schweiz zurückholen. Aber auch dort, wer hat es nicht mal probiert? Und 20 Jahre später sagt man, also, weil wir es vor 20 Jahren nicht mal probiert haben, kann es nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen die Message. Wir haben Angst, dass es nicht probieren kann, funktioniert. Darum machen wir es erst überhaupt nicht. Das ist eine ausgezeichnete Politik. Super. Nein, es ist eine super Politik. Und es ist einfach eine Politik, die den SP-Leuten nicht wird viel bringen und wird nicht sehr viel Freude machen. Ihrer Partei auch nicht. Weil die Leute einfach sagen, wir haben hier ein Problem und bitte löst das Problem. Ihr habt ja das Problem zu einem grossen Teil überhaupt geschaffen, weil die Grenzen nicht mehr kontrollieren, weil das Asylrecht nicht richtig anwendet oder nicht streng anwendet und so weiter. Nein, nicht streng, das ist nicht einmal streng, sondern es sollte eigentlich auch angewendet werden wie jedes normale Gesetz. Das machen wir in der Schweiz schon ziemlich lange nicht mehr so in diesem Ausmaß. Gut, wir gehen zu einem anderen ganz wichtigen Thema,
wo die Leute auch sehr stark beschäftigt. Da geht es auch um Asyl und es geht um Asyl für Rehkitz. Was ist das Problem? Ja, es ist ja so, jetzt ist dann bald der Friedensgipfel auf dem Bürgerstock und wegen dem, zur Sicherheit, hat man eine Flugverbotszone eingerichtet und die Bauern dürfen jetzt nicht mehr mit ihren Drohnen über ihre Felder fliegen. Und das machen sie, um die herzigen Baby-Rehkitz zu finden, um die vor einem Mähdrescher zu schützen, zu retten. Und jetzt müssen sie wieder ganz klassisch machen und die Felder durchlaufen. Hoffentlich passiert nichts. Ja, du hast noch interessante Zahlen, jetzt, bevor wir sagen, ja, wie herzig die Rehkitz sind. Wie herzig die Rehkitz sind. Ich habe das vorher herausgesucht. Was sind das? 80 bis 90 Rehkitz könnte man pro Jahr dadurch retten. Also die sterben sonst? Die werden sonst verschnetzelt zu Rehgeschnetzelt. Es gibt Rehgeschnetzelt. Nein, jetzt muss ich aber gleich sagen, ich verstehe da die Bundespräsidentin Viola Amherd, ich muss sie mal loben. Und das ist jetzt also ganz, ganz selten. Tönt das bitte, alle Mitglieder von der Mitte, tönt das bitte verzeichnen. Ich habe jetzt wirklich Viola Amherd gelobt, weil ich finde, es ist doch klar natürlich, die Amerikaner vor allem mit ihrem Secret Service, wo Kamala Harris bewachen müssen, die wären durchgedrüllt, wenn irgendwelche Drohnen rumfliegen. Ich weiss nicht, was die gemacht hätten. Die hätten gerade eine Rakete geschickt aus Amerika, direkt eine Langstreckenrakete, gerade auf den Bürgerstock. Das geht nicht. Nein, es ist meiner Meinung nach, es ist schon vernünftig. Man kann jetzt das nicht zulassen, dass die Drohnen rumlaufen, aber es tut mir leid, dass natürlich jetzt die Bauern viel mehr Arbeit haben. Aber gleichzeitig möchte ich jetzt mal wieder betonen, und alle die Leute, die immer wieder über die Landwirtschaft schimpfen, das ist doch einfach herzig. Das ist doch einfach so schön, dass unsere Bauern mit so einem grossen Aufwand, also auch noch mit Drohnen, gehen sie Rehkitz suchen, wo, ich weiss nicht, was die dort in dieser Wiese überhaupt verloren haben. Wo sind eigentlich die Eltern? Wo sind die Eltern? Was machen die? Da bin ich nicht Spezialist, aber anscheinend liegen die Rehkitz gerne in diesen Feldern im Gras umeinander. Ja, aber ganz allein, ohne Mami und ohne Papa. Anscheinend, ich sage das so der meine, Fall. Das geht nicht, aber das ist ein Fall für Tierkäspe. Ich fände es gut, wenn du und ich, wenn da ein Bauer ist, der zulässt aus dem Umfeld, du und ich melden uns freiwillig, um die Felder ablaufen und die herzigen Rehkitz zu retten gehen. Markus und Camilotti kommen vorbei und retten die und wir können dann ganz viele herzige Wötterchen machen. Ja, du bist jetzt auch noch lustig, jetzt ist das ganze Wochenende im Eimer, jetzt müssen wir todsicher die Rehkitz versuchen. Ich würde da gescheiter mit einem grossen Hund gehen und einfach die Rehkitz aus diesen Wiesen raustreiben, weil ich meine, es geht nicht, dass die dort rumlungern. Das geht einfach nicht. Nein, gut, also. Das Problem wird Gott sei Dank gelöst. Man kann es klassisch machen, aber es ist halt ein bisschen aufwendig. Aber es zeigt doch auch, das wird jetzt nochmal ein letzter Werbespot für unsere Landwirtschaft. Es zeigt doch, wie unsere Bauern mit der Zeit gehen. Die sind moderner als die ukrainischen. Nein, sind sie jetzt eben nicht, aber immerhin. Also Drohnen haben sie schon lange entdeckt. Nein, ist eine Riesenleistung. Gut, das war es von Bern einfach an dem 11. Juni 2024. Camilotti und Markus Somm. Wichtig ist, morgen kommt das Memo von mir das erste Mal am 6. Uhr morgen. Am 6. Uhr morgen, und es kommt dann immer am 6. Uhr morgen. Und es gibt auch das Memo Plus, das ein bisschen umfangreicher ist als das, was ihr bisher können gratis abonnieren konnte. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr upgraden und dann kommen ihr auch mehr Informationen über. Wer aber schon ein Abonnement hat vom Nebelspalter, der kommt das sowieso so über. Müsst ihr also nicht upgraden, das ist sehr wichtig. Wer jetzt will, aber ein Abonnement oder ein Upgrade lösen, der soll folgendermaßen vorgehen. Gami weiss Detail. Genau, man kann einfach auf die Seite vom Nebelspalter auf Abo und dort kann man mit dem Rabattcode Memo Plus alles an einem Stück, alles klein geschrieben, kann man dort für 50% ein Abo lösen und somit sich upgraden zum SOMS Memo Plus. Ich verlinke natürlich alles wieder in den Shownotes. Genau, und die Leute, die das machen, die kommen dann auch die Fotos über von diesen Rehkitz, ja, wo genau, man entweder als Rehgeschnetzelt können fotografieren oder eben als Rehkitz, wo immer noch rumspielt in den Wiesen und auf ihre Eltern warten. Gut, das war es. Bern einfach an dem 11. Juni. Danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.